In der letzten Episode. Bollwerk, ich habe darüber nachgedacht und mich gefragt, was man tun muss, um ein Rabe zu werden. Ich habe noch nie gehört, dass man einen Test bestehen muss, um aufgenommen zu werden. Gibt es einen Test? Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Banner Saga 2 in der Folge 14. Ja. Wir haben, glaube ich, nichts vor. Wir müssten die Moral etwas aufmopsen. Das wäre mal gar nicht so schlecht. Wir können ja mal gucken, was wir im Training machen können. Denn der letzte Kampf war ja nicht so wirklich prickelnd. Brauchst du wieder eine Abreibung? Fragt dich Holfi, dein Quartiermeister. Oder soll ich dir zeigen, wie du Feinden so richtig der Allerwertesten aufreißen kannst? Was kannst du mir beibringen? Reichlich kleine, gemeine, tödliche Tricks, sagt Sven und geht in das große Zelt. Versucht durchzuhalten. Du bist ein Berserker und wir sind alle schwer beeindruckt, sagt Holfi und spuckt aus. Aber wenn du die Beherrschung verlierst und da draußen deine eigenen Leute umbringst, dann bist du nur eine Nervensäge. Beginnen wir also mit dir und der Schildmaid. Du denkst darüber nach, was er gesagt hat. Bist du bereit für eine Herausforderung? Wir sind bereit. Dann schwing mal los. Benutze Bollwerks Blutrausch, um zwei Feinde mit einem Angriff zu töten. Benutze Recke, um einen Verbündeten vor einem Angriff zu schützen. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ja. Okay, die sind nicht so super stark. Achso, wir sind noch im Easy-Modus. Kann das sein? Ja, richtig. Ja, so. Und nur? Na, die bleiben so. Naja, juhu. Okay. Dann gehen wir erstmal nach hinten und lassen die Idioten mal kommen. Würde ich sagen. Das wäre der übliche Wartentrick. So. Wir sind leicht in der Unterzahl. Ja, da beweg dich mal dahin. So, warten. So, sie stellt sich dahinter und macht schon mal Recke auf ihn. Benutze Recke, um einen Verbündeten vor einem Angriff zu schützen. Achso, keine Ahnung. Das hat wohl nicht so geklappt. Okay. Sehr schön. So, wir gehen alle auf diese Linie. Okay, auch eher. Kannst du ihn beleidigen? Ja, so hätte ich das jetzt auch ausgedrückt. Benutze Bollwerks Blutrausch, um zwei Feinde mit einem Angriff zu töten. Wahrscheinlich müssen die dazu... Wir probieren das mal. Wo ist ein Blutrausch? Ich habe keine Ahnung. Mach mal einen Angriff auf den... Ja, ganz normal. Okay, das war leider nur einer. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Naja. Dann warten wir hier mal. Okay. Dasselbe hier, aber er macht... Oh. Okay, wir müssen mal ein bisschen Schweinchen spießen. Okay, so wirklich viel war das nicht. Warte mal. Geht mal bis hier hin. So. Sehr schön. Okay, so klappt das leider nicht, wie ich das dachte. Ja, dann, was weiß ich, halt bei ihm auf die Rüstung. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das denke. Ich glaube, dem... Na gut. Dann... Achso. Ja, komm, dann geh halt darüber und bei ihm mal die Rüstung runter.
Das war nicht der Richtige. Okay, der muss weg. Ah, sehr schön. Drehen sich alle um. Okay. Wir machen mal 7 Schaden nur. Klopfen den mal runter. Du musst dein erstes Ziel mit einem Streich niederstrecken. Das heißt, muss ich dann natürliche Auslese machen, oder was? Wahrscheinlich. Sehr schön. Ach, und dann ist er wieder dran. So ist das. Und dann nochmal. Nee, das hat nicht... Das war es irgendwie nicht. Wir probieren das nochmal mit dem Recken. Achso. So. Jo, der da hinten gehört da nicht hin. So. Okay. Okay, wir haben da einen Haken dran. Okay. Ja, dann mach bei ihm mal die Rüstung runter. Gut. ja, dann darfst du ihn mal beleidigen. Okay. 7. Okay, weil er 2 Schläge hat. Okay, jetzt verkapiere ich das so langsam. Okay, geh du mal dahin. Und dann mach mal bei ihm die Rüstung weg. Gut. Dann der weg, komm. Okay, bei ihm die Stärke weg. Okay. Komm. Ach, verdammt. Ja, vergiss es. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Ja, okay, das kann man eigentlich abbrechen. Kann ich das irgendwie abbrechen? Kann ich nicht. Okay, gut, dann müssen wir das halt fertig machen. Ist ja auch egal. Mist. Jo, ich komme mit dem Bollwerk nicht so wirklich klar. Jo, ich weiß, habe ich aber beim letzten Mal schon nicht geschafft. Okay, ich werde das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Wir werden einfach einmal resten. So, dann ist die Moral besser. Vielleicht machen wir nochmal. So, und dann gehen wir weiter. Trauer und Verunsicherung machen sich auf dem Gesicht der Valka bereit und sie bleibt schließlich stehen. Was ist? Fragst du. Hier unten hat sich alles verändert, sagt sie. Die Felsen haben sich verschoben, es sind Risse im Boden entstanden. Ich verzweifle, dass all das Blindlingswerk ist. Davon abgesehen weiß ich aber nicht sicher, welchen Pfad wir nehmen sollen. Ja, dann bringen wir uns an die Oberfläche. Die Valka hält inne. Aber ich weiß nicht, wo wir herauskommen würden, sagt sie. Es könnte ins Strand sein. Du musterst sie kurz und sagst dann, besser hier, als hier unten herumzuirren. Vollwerk, alle hierher! Ruf Volker, du spähst in die Finsternis und erkennst etwas, das aussieht wie ein Wüter, der ein bizarr deformierter Wüter. Eine Frau greift verzweifelt nach ihrem Kind, aber das Ding tötet beide mit einer seltsamen Waffe. Die Körper werden schwarz und winden sich auf der Erde. Lasst euch nicht von diesen verdammten Biestern erwischen, rufst du und ihr geht zum Angriff über. Juhu. Wen kann man denn rausnehmen? Ah ja, okay. Dann nehmen wir erstmal alle raus. wie sieht's eigentlich aus mit Aufleveln? Nur mal so in der... Ach, 42 haben wir. Boah. Gut, dann gehen wir erstmal durch alle Helden ganz schnell durch und gucken mal, ob wir Punkte verfügbar haben. Na komm. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß auch nicht, wo das zustande kommt, das mit den Punkten. Keine Ahnung. Nein. Okay.
Gut, die Frage ist, wen nehmen wir mit? Also wir nehmen uns auf jeden Fall mit. Wir nehmen Chroma mit. Nehmen wir Bersi oder Siegpjorn? Ich glaube, ich nehme Bersi mit. Siegpjorn natürlich. Mhm. Was hat Gudmunder als Fähigkeit? Steinmauer, okay. Naja, das hatten wir vorhin im Kampf, alles klar. Dann nehme ich Ekil mit. Dütsch nehmen wir mit. Und Bark. So, jetzt ist die Frage, was aufleveln, beziehungsweise wie viel kostet das? 9. Okay, Moment. Wir gehen mal zurück. 4x9. Es ist halt gleich wieder 36. Da sind wir fast alles los. Wir sollten uns gut überlegen. Also Chroma, glaube ich, wäre echt sinnvoll. Ja. Okay. Er kann 4 Rüstung voll zerschmettern. Boah. Ja, dann machen wir da mal einen Punkt drauf. Genau. Er könnte nochmal, aber das kostet dann, glaube ich, 11, kann das sein? 13, ja. Nee, das ist zu teuer. Dann nehmen wir lieber Ekil. Ja. Der hat jetzt Schneid 3. Alle Einheiten werden um 4 Felder zurückgestoßen. Sehr schön. Okay, er ist bei Leben und hier ist er schon auf Maximum. Die Anstrengung, wie es so schön heißt. Was hat er denn dann? 5% aufs Ausweichen eines Stärkeangriffs oder Bonus-Trefferchance. Okay. Und hier wäre Robustheit. 20% aufs Widerstehen von 1 Punkt Stärkeschaden oder Präzisionsschlag. Kritischer Treffer. Vielleicht machen wir das hier. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. 2 Stärkeschaden weniger, das wäre schon nicht schlecht. Ja, bestätigen. Okay. Gut. Dütsch. Dütsch hat ja Kurs. Ignoriert 9 Rüstungspunkte. 9 Rüstungspunkte. Wir müssen ihn befördern. Alter Schwede. Hervorragend. Dann geht das voll auf die Stärke. So. Sehr schön. So, wie viel haben wir jetzt noch? 15. Das lassen wir lieber mal. Ja, ich glaube, wir lassen das. Wir brauchen das vielleicht noch. So, dann gucken wir noch kurz auf die 10% Ausweichen bei Stärkeangriffen. 10% zweifacher Stärkeschaden, 10% Rüstungsangriff, Ablenkung. Okay. Mehr haben wir gar nicht. Und das ist natürlich dumm. Na, okay, gut. Dann sind wir fertig. Huch, was ist das denn? Okay, die sind nicht ohne. Mhm. Okay, dann machen wir das mal so. Er hier hoch, er hier runter. Ja, und die halt irgendwie zu dritt oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay. So, dann bitte einmal. Oh Gott, das wird dauern. Mist. Hervorragend. Mm, lecker. Was immer er auch da wieder macht. Okay, komm, auf die Rüstung, Junge. Okay. So, du kannst nur 2 auf die Rüstung. Dann machst du mal 6 auf die Stärke. Wie weit kann der denn laufen? Hm. Aber da der ja wohl also eine Art Fernangriff hat. Warte mal. Ja, komm, geh mal dahin. Schneid. Schneid. Ja. Hervorragend. Wie war das? Er kann sich neben jemanden stellen, okay? Aber vielleicht kann er erstmal da helfen. Ja, komm, Rüstung runter. Das ist nämlich schon mal gar nicht schlecht. Uh-oh. Warte mal, wohin kannst du laufen? Okay, da kommst du nicht so weit voran. Geh mal eins zurück. Normaler Angriff auf die Rüstung. Oh Gott,
Ernsthaft. Hab drauf. Sehr gut. Komma. Ja, das ist ja fast schon alles. Mhm. Okay, das kann der Krummer auch alleine machen. Wir gehen mal hier rüber und warten. Ja, 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 so funktioniert das nicht, Junge. Okay. Schneid alles, was du hast, Junge. So, da hat er nämlich nur noch 5 Punkte. Okay. Kannst du nicht benachbart mit Verbündeten? Okay. Beweg dich mal hier hin. Dann mach halt Kurs. Der ist ja sowieso fast nicht mehr da. Okay. Rüstung. Er hat noch zu viel davon. Ach, die können Leben wieder generieren. Ah, okay. Na, das wird ihnen aber nicht viel helfen. Tschüss. Warte mal. Nein, nein, nein. Komm, dahin. Ja. Ah ja, das passt. Ansehen. Naja, besser als nichts. Es vergehen einige Augenblicke, bis du dich wieder im Griff hast. Was zur Hölle waren das für Dinger? Fragst du, aber niemand antwortet. Die Valka stochert mit dem Speer in den glühenden Überresten herum. Ihr Gesicht ist angespannt. Sie verbirgt ihre Angst. Schau. Nee, was? Schau, sie zeigt auf eine Stelle am Rand des Lichtscheins eine Fackel. Am Rand des Pfades liegt ein verwundeter Steinsänger. Du ziehst deine Äxte, aber Zephyr beginnt zu summen. Der Steinsänger antwortet. Solche Kreaturen habe ich noch niemals zuvor gesehen. Sie sahen für mich irgendwie wie irgendeine Art von Wütern aus, so wie dieser hier. Dieser hier ist eine Art Magier. Du kennst einen dieser Mistkerle. Ich weiß so einiges. Volker schnappt nach Luft und du spürst Zorn in dir aufsteigen, aber Zephyr ignoriert die Antwort. Sie macht ein dumpfes Geräusch, fast ein Summen. Die Steinsänger antworten ihr. Er sagt... Sei gegrüßt und dass er von dir geträumt hat? Alle Clanmitglieder und Kämpfer weichen zurück und tuscheln. Sie spricht mit dem Ding. Sie spricht verdammt nochmal damit. Frag, was das für Dinger waren. Die Valka erzeugt weitere bizarre Klänge. Sie hört sich an wie eine Skalde, der versucht, den richtigen Ton zu treffen. Der Steinsänger antwortet ihr. Er sagt, sie sind ein Albtraum. Dann irgendetwas über Erbarmen und dass er dir dankt. Ihre Sprache ist schwierig für mich, aber wenn er geheilt ist, könnte ich mehr von ihm erfahren. Und wo genau willst du ihn heilen? In einem Wagen auf unserem Weg nach Manahar. Volker dreht sich um und starrt dich an. Ich möchte mehr hören. Schaffen wir ihn in einen Wagen? Das ist ein Fehler. Das passt nicht zu dir. Wir töten diese Biester und laden sie nicht in unser Lager ein. Die Schildmaid geht davon, statt noch etwas zu sagen. Zephyr zieht dich an. Sie wird darüber hinwegkommen. Zephyr dankt dir noch einmal, während der Steinsänger in den Wagen gehoben wird. Er summt etwas, das du nicht verstehen kannst. Tja, wie heißt das schön? Wissen ist Macht oder so ähnlich. Die Valka hält inne und vollführt Muster mit ihrem Speer. Kurz darauf wirkt sie noch verwirrter. Ich weiß nicht, wohin wir jetzt gehen sollen. Volker geht auf sie los. Ich bin eigentlich ein verträglicher Mensch, Valka, aber angesichts dieser Dinger hier unten ist sie auch mit einem Langboot vorbei. Du hast uns hier runtergebracht. Jetzt bring uns auch wieder raus. Aus einem Wagen ertönt ein leises Grollen. Der Steinsänger sagt etwas. Sein Steingesang hat ihm den Weg gewiesen. Wir werden bald wieder in unserer Welt sein. Eine seltsame Aussage, aber euch bleibt nichts anderes übrig, als ihr weiter zu folgen.
Die frische Luft lässt die ganze Karawane in Richtung Ausgang eilen. Dass du dieses Ding mitgenommen hast, geht zu weit, Bollwerk, ruft ein Rab. Wir töten Wüter, wir pflegen sie nicht gesund, wir sind fertig mit dir. Eine große Anzahl Kämpfer, unter ihnen auch Clanmitglieder aus Bindal, rennen auf den Ausgang zu, ohne sich umzusehen. Volker schweigt beredt. Uiuiui. Naja gut, mehr Vorräte für uns. Alle gehen weiter, die Angst vor den deformierten, bösartigen Kreaturen sitzt ihnen noch im Nacken. Dir fällt auf, dass etwas mit dem Licht nicht stimmt, das durch den Eingang hereinfällt. Es ist kein reines Tageslicht. Geht weiter, ruft die Valka, dann sieht sie dich an. Wer weiß, was uns nördlich des Würmschuppgebirges nun erwartet. Was zum Abgrund sehe ich da, Valka? Ich weiß es nicht. Tja, ein Abgrund. Kapitel 12. Der Schicksalstag wird kommen. Sieht so aus, als wären bald alle bereit zum Aufbruch, sagt Iva. Die Verwundeten wurden so gut versorgt, wie es hier draußen möglich ist. Wenn du hier noch was zu erledigen hast, dann tu es jetzt. Es wirft einen geschnitzten Stock hoch. Und ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen, ohne noch einmal mit dem alten Mann gesprochen zu haben. Ich glaube, sein Name ist Josur. Scheint, als hätte er vorübergehend die Führung übernommen, seit der Statthalter getötet wurde. Aha, okay. Wir sind also wieder in Lynda. Ja, wir erinnern uns und wir wollten eigentlich in die Helden gucken, weil wir haben 54 Ansehen. Ja, wir gucken mal, ob Punkte da sind. Ja, mit Escape kommen wir leider nicht zurück. Nein. Eivind, dann haben wir Moga und Chris. Niemand, alles klar. Gut, die Nit werden wir nicht schaffen. 15. Alter Schwede. Die ist halt schon ziemlich gut dabei, alter Schwede. Was hatten sie für Fähigkeiten? Raubvogel? Die Burgenmeisterin schießt einen langen Bogen. Sie trifft ihr Ziel immer. Gut, aber das ist nicht so... was? Mit Raubvogel kann sie Einheiten treffen, die noch zu weit weg sind, um selbst anzugreifen. Und sie kann ihre Passivfähigkeit durch Bohren gegen mehr Feinde einsetzen. Ja, ich glaube nämlich, das ist was, wenn welche im Weg sind. Nicht so als Einzelner. So, Pfeilregen ist heimlich, genau, heimlich. Bis zu 3 Pfeile, wir sind aktuell auf einem Pfeil. Ja, ist nicht so wirklich viel. Okay, dann lassen wir das erstmal mit ihr. Sie ist ja auf Level 6, das ist schon gar nicht so schlecht. Mein Level 7, ja, dann könnte sie das nehmen. Hätte sie aber weniger Rüstung, das wäre nicht so praktisch. Iva müssen wir aber dringend aufrüsten. Ja, der ist mit 26 zu 11. Okay, warte. Abbrechen nochmal, was? Wähle eine zweite Fähigkeit. Wirbelwind oder Vorschub? Aber er hat doch schon Wirbelwind. Ne, er hat Rambok. Okay, das sind wohl dann die Wahlfähigkeiten, schätze ich mal. Ja, dann Wirbelwind, würde ich sagen. Ja, mach mal. Und wir haben wieder 2 Punkte, die wir vergeben können. Ja, da würde ich sagen, hier noch rüsten wir noch. Ja, wir können immer noch. Also das ist, den kannst du wahrscheinlich irgendwie bis Level 10 oder so durchbefördern, aber dann ist er schon mal befördert. Wie sieht es mit uns aus? Wir können uns dann auch eine zweite Fähigkeit geben. Was können wir zu den Waffen? Ruft die Helden zum Plündern auf. Beim Plündern gibt es keine weiteren garantierten Züge mehr. Durch das Töten eines Feindes erhalten zu Helden 2 Züge in Folge. Dies gilt jedoch auch für den Feind. Okay. Ist ja dann eher unpraktisch. Okay, dann leveln wir einfach mal den Harkon auf. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, ja. Weil dann ist er nämlich mal trennender Schlag. Plus 1 Stärke und 2 Rüstungsschaden. Zu schwerer Schlag. Und, wo geben wir die 2 Punkte drauf? Auf die Stärke. 18. Ja, die Ursa würde ich gerne mal aufleveln, aber das bringt nichts. Dann machen wir lieber die Otlief. Ja. Sehr schön. Pfeilregen. 3 Pfeile plus 2 Stärkscheiden mit dem dritten Pfeil. Okay, jetzt können wir uns überlegen.
Stärke oder wir gehen. Ja, komm, wir geben mal hier ein bisschen auf die, wie heißt das? Willenskraft, genau. Dass sie da einfach mehr auf dem Feld erledigen können. Ja, wir können da auch gleich weitermachen. Naja. Jetzt haben wir noch 23, das heißt, wir können es entweder aufheben oder noch ein Vierer, aber wir lassen das mal so. Sehr schön. In der nächsten Folge werden wir reden. Ja, mit dem alten Herrn und mit, wie immer er auch heißt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen coolen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.